Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Gammelhof, ihr Lieben. Die Tür wird blockiert. Hallo, Trin. Ich habe gute Nachrichten für dich. Vor ein paar Tagen hatte ich einen Durchbruch in meinen Forschungen über die hiesige Flora und Fauna. Ich erspare dir die langweiligen Details und komme gleich zum Punkt. Du kennst doch diese leere Höhle dort drüben, ein wenig weiter westlich. Ich habe eine Methode gefunden, einen Nutzen für sie zu schaffen, für uns beide. Ich würde die Höhle gerne zum Anlocken bestimmter örtlicher Arten verwenden. Auf diese Weise kann ich sie in einer kontrollierten Umgebung beobachten. Und du kannst ernten, was auch immer sie uns hinterlassen. Ich kann die Höhle entweder für Pilze oder Fruchtfledermäuse auslegen. Die Fledermäuse hinterlassen hin und wieder Früchte zum Einsammeln. Was davon würdest du bevorzugen? Also ich hätte gern die Pilze. Alles klar. Ich bereite alles sofort vor. Sollte nicht allzu lange dauern. Danke, dass du mitmachst. Ja, gerne. Ja, ich hätte gerne die Pilze. Ich habe nämlich auch schon mal mich für die Fledermäuse entschieden. Aber ich fand die jetzt irgendwie nicht so toll. Die lassen ab und zu zwar was fallen, die Pilze sind irgendwie cooler. Guck mal, jetzt hat er hier seine Pilzbauten aufgebaut. Da können wir dann ab und zu mal gucken gehen. Ob da irgendwas Hübsches gewachsen ist, was ich haben kann. So, jetzt mal sortieren hier. Also hier ist auf jeden Fall schon mal einiges fertig. Ja, sehr schön. Das ist auch fertig. Und heute war doch auch das Luau, richtig? Ich glaube. So, hier ist nichts weiter. Schade eigentlich. Na gut, dann werden wir auf jeden Fall erstmal wieder fröhlich gießen. Ich hoffe, ich bekomme hier auch dann eine Meldung mit dem Luau. Ich weiß gar nicht mehr, um wie viel Uhr das war. Oder beziehungsweise wo das war. Aber nun gut, er wird sich ja melden hier, hoffe ich. Nicht, dass wir das verpassen. So, alles schön feucht halten hier, wie immer. Katze nicht vergessen. Ach, guck mal. Da ist auch schon Harz fertig. Das ist schön. Dann nehmen wir das doch mit. So, okay, ja. Du hier hinten, du hast es auch hinter dir, ne? Komm her. Ich gieße dich aus reiner Barmherzigkeit mal mit. Vielleicht wird es ja doch noch was mit dir, aber ich glaube es eher nicht. So, okay. Nein, hier drüben. Ja, Ärmchen zu kurz, ne? So, okay. Gott, habe ich viel angepflanzt. Warum habe ich denn hier so viel angepflanzt, ey? Und alles ohne Sprinkler. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Man weiß es nicht. Wenn ich das alles gegossen... Ah, das Luau beginnt am Strand. Wenn ich das alles gegossen habe, dann werde ich zu schwach sein für das Luau. Oh, ach, die war fertig. Oh, ist ja cool. Okay, sehr schön. Ja, nee, aber hier, die Pflicht muss erst erledigt werden. Hier da oben. Sag mal, wo gießt du denn? Hallo? Da? Haben wir jetzt hier alle? Also du machst mich fertig manchmal, ne? Kann ich doch gleich schon wieder Wasser holen. Das reicht doch alles hinten und vorne nicht. Ich habe auch gerade schon mal noch geschaut, was wir für einen Kuhstall brauchen. Kann ich mir hier die Preise kann ich mir hier nicht merken. Ich fürchte, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Aber Kühe hätte ich doch dann irgendwann schon sehr gerne. So, Wuff, nur keine Panik. Zu dir komme ich auch gleich. So, okay, hier noch und da noch und da noch und da noch. So, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Erstmal schön die Katze gegossen. So, dann bei den Hühnern auf jeden Fall. Oh, habe ich in der Nacht gar nicht zugemacht, was? Ja, gieß mal das Huhn. Guten Morgen. So, habt ihr mir ein Ei hinterlassen? Habt ihr? Das finde ich sehr schön. Dankeschön. Dann kann das doch eigentlich auch gleich hier in Le Mayo. Nein, in die Mayonnaise-Maschine. So, euch geht's gut hier. Wunderbar. Stellt nichts an.
So, warte mal. Wenn die alle beim Luau sind, dann werde ich sowieso nichts verkaufen können, groß, und ich werde auch nichts kaufen können. Das behalte ich, das behalte ich. Das kann ich verkaufen. Eine Peperoni. Habe ich nur zwei Peperoni insgesamt? Ach, guck mal, ich habe ein goldenes Radieschen. Ist ja toll. Naja. Aber die Welt ist das hier auch nicht, ne? Das mache ich erstmal da gerade rein. Okay, und dann verkaufen wir nur den Weizen. Und nein, falsche Truhe. Ich möchte die hier. Und das Holz machen wir mal da rein. Jo, Rest kann ich so lassen, ne? Okay, dann gehen wir zum Luau. Da sind Würmer, die nehme ich gleich mit. Ich will erst mal kurz hier gucken. Halt, 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 halt. Das will ich haben. Und das will ich. Ich will das. Ich will das. Nimm das. So, dann gucken wir mal, was die Würmer hier. Danke für den Lehm. Nicht beim Luau. In der Kneipe ist nachts manchmal ziemlich viel los. Ich mag es mindestens einmal in der Woche vorbeizuschauen und auf den neuesten Stand zu kommen und um gastauthentische Spaghetti zu kosten. Oh, Elliot, Elliot? Ach doch. Ne, es ist verschlossen. Heute ist Luau. Wieso darf der Elliot da rein und ich nicht? Ja, wo kommen wir denn da hin? Wieso werden hier die Leute bevorzugt? Oder hat der ein Date mit Caroline vielleicht? Oder hat ein Date mit Pierre? Das wäre natürlich auch möglich. Gehst du zum Luau? Du warst wer? Ach, Lea. Es gibt wirklich eine Menge Wildpflanzen in diesem Gebiet, wenn du weißt, wo man suchen muss. Ja, weiß ich inzwischen. Gehst du zum Luau, dann komme ich mit dir. Ich denke doch hier am Strand, ne? Ja. Sehr schön. Nein! Ich sollte was mitbringen zum Luau. Scheiße. Jetzt komme ich aber nicht mehr weg. Dann ist das Fest vorbei. Scheiße. Hallo. Ich habe vergessen, was mitzubringen. Mach dich zurecht. Der Gouverneur ist für seinen jährlichen Besuch hier. Und wenn du etwas für die Überraschungssuppe hast, dann wirf es auf jeden Fall in den Kessel. Ich könnte mich reinwerfen. Hallo, Herr Gouverneur. Was für ein entzückender Anlass. Es ist immer eine Freude, das Sterntautal zu besuchen. Ich muss mit meiner Gattin reden, ob wir hier ein Ferienhaus erwerben sollten. Ich habe vergessen für die Suppe. Wow, in der Stadt bekommst du nirgendwo ein Pfefferoni-Chutney wie dieses. Du magst es schon gern scharf, oder, Shane? Diese lästigen Sandfliegen landen dauernd auf meinem Essen. Und hier ist die Suppe. Sieht ein bisschen aus wie, ich möchte es gar nicht sagen, aber okay. Wenn du etwas für die Suppe mitgebracht hast, nimm die Treppe auf der anderen Seite und wirf es hinein. Ich weiß gerade nicht, ich habe doch alles rausgemacht oder hatte ich noch irgendwas dabei? Kostenloses Buffet. Einer der Vorteile daran, hier zu leben. Genieß es, Kind. Ja, das machen wir. Harvey, nee, Pierre, mal nicht am Verkaufen. Vielleicht gestattet der Gouverneur mir eine Steuererleichterung, wenn ich mich mit ihm gut stelle. Ich frage mich, ob er Whisky mag. Pierre denkt nur an sein Geschäft, ne? Wenn der Bürgermeister jetzt nur noch aufhören würde, ihn den ganzen Nachmittag in Beschlag zu nehmen. Ja, da hast du wohl Pech gehabt, mein Freund. Ich werde frisches Gemüse aus meinem Garten in den Suppentopf geben. Ich werde mich reinstürzen. Ich habe nämlich nichts mitgebracht. Scheiße. Wie geht es mit dem Hof voran? Muss ja eine anstrengende Jahreszeit für dich sein. Ja, es geht so. Bis aufs Gießen. Ich bin spät aufgewacht, habe das Haus verlassen und mich mitten in diesem Tumult wieder gefunden. Okay. Du hast noch was? Ich habe vergessen, dass heute das Luau ist. Ja, hast du auch nichts für die Suppe, heißt das das? Ich habe nämlich auch nichts für die Suppe, glaube ich.
Ich werde bei den Bäumen hier bleiben. Die Luft ist viel kühler. Ja, mach das bitte. Gouverneur, wen interessiert's? Warum sollte ich mich um irgendeinen alten Typen kümmern? Weil du, weiß nicht, einfach nur, weil du nett und höflich bist? Wir halten dieses Fest jedes Jahr, um dem Gouverneur einen Geschmack von allem zu geben, was dieses Tal zu bieten hat. Ja, mein Tal hat nichts zu bieten. Bürgermeister Lewis hofft, dass wir uns damit mit dem Gouverneur gutstellen können. Deshalb ist er auch so nervös darüber, wie die Suppe schmeckt. Naja, ich werde sie jedenfalls nicht versauen. Hi, Linus. Ein langsames, durchgängiges Drehen ist der Schlüssel für das perfekte Rösten. Lecker. Oh, lecker. Lecker, lecker. Was auch immer Linus gerade röstet, es riecht furchtbar gut. Ja, das sieht auch gut aus, hör mal. Gut, dass ich die Sonnencreme mitgebracht habe. Ich frage mich, ob Maru auch ein wenig Sonnencreme auf ihren Schultern gebrauchen könnte. Hier, frag sie doch mal. Maru, eine kleine Schultermassage für dich? Wie wär's? Der Doktor bietet sich an. Ich bin voll, aber was kann man außer Essen sonst auch noch so tun? Ja, da hast du allerdings recht. Hier nicht so viel, ne? Kannst du eine Schultermassage bei Dr. Harvey abholen? Ich hoffe, die Suppe dieses Jahr ist gut. Ja, natürlich. Von mir aus. Oh, was haben wir hier? Trommel? Einmal hat Sam ein halbes Kilo Sardellen in die Überraschungssuppe geworfen. Und? Hast du dich nie gefragt, warum Sam die meisten gemeinnützigen Arbeitsstunden in dieser Stadt hinter sich hat? Ach so, echt? Das ist ja gemein. Okay. Perfektes Wetter für eine Strandparty, nicht? Haley, und bei dir so? Ich würde ja tanzen, aber ich will nicht schwitzen. Hast du das nicht beim Frühlingstanz auch schon gesagt, einmal? Aber da war Frühling, da war noch nicht so heiß, ne? Mir ist langweilig. Dann tanzt doch hier mit Jazz. Vincent ist kein guter Tänzer. Ach so. Na okay, dann tanzt ihr besser nicht, Kinder. Sie scheint nicht zu antworten. Ja, okay, muss ich ja nicht. Sie ist beschäftigt. Ah, du bist auf meinen Fuß gestiegen, Schatz. Ach nee, au, au übrigens, au. Ja, okay, Demetrius, was treibst du mit dem armen Mädchen? Das ist ermüdend, Liebling. Bist du bald bereit, das Buffet aufzusuchen? Alter, ihr knickt nur mit den Knien ein, Demetrius. So ermüdend kann das gar nicht sein. Diese Musik, sie ist viel zu laut. Kann ich nicht ein wenig Ruhe und Frieden haben und den Ozean genießen? Tja, heute wahrscheinlich nicht. Ah, der Geruch des Ozeans trägt mich Jahre zurück, lange bevor du geboren wurdest, ja, ja. Okay, Abigail, du stehst hier unten ganz alleine. Was machst du hier? Es ist anstrengend, mit anderen zu reden. Ich beobachte lieber das Meer. Okay, danke, das wollte ich hören. Sag mir doch gleich, wenn du keinen Bock hast, mit mir zu reden. Willi, was sagst du dazu? Hallöchen drin, machst du Pause? Um ehrlich zu sein, ich wäre gerade lieber am Fischen. Ja, dann mach doch einfach, du wohnst doch hier. Schmeiß die Angel da rein und gut ist. Da ist doch auch noch wer. Wer steht denn da? Ach, der Zauberer, ja, ganz alleine. Die Meermenschen sind an euren Festen interessiert. Sie werden ziemlich sauer, wenn ihr Müll in den Ozean werft. Ja, kann ich verstehen. Ist ja auch nicht nett. Das ist nicht nett. So, hab ich alle? Hab ich jedem guten Tag und Hallo gesagt? Oder habe ich irgendwen vergessen? Hätte mir ja leid. Nö, bei Marlon war ich auch. Pam waren wir auch. Schauen wir bei ihm nochmal. Sollen wir mit dem Luau beginnen? Der Gouverneur sieht ein wenig hungrig aus. Ach so, nee, warte mal. Ich muss doch erstmal noch. Ich will wenigstens gucken, ob ich was hab für die Suppe. Guck mal, ich hätte aber was. Eine Weintraube. Du hast Weintraube in die Suppe gegeben. Oh Mann, echt. Das tut mir so leid. Ich hab's voll vergessen. Ja, jetzt können wir anfangen. Oh Mann.
Aber ich finde trotzdem, die Suppe sah auch ohne meine Weintraube aus wie schon mal gegessen, ne? Also Leute, es ist mal wieder Zeit für die Überraschungszeremonie. Ich vertraue darauf, dass ihr dieses Jahr alle qualitativ hochwertige Zutaten in den Topf geworfen habt. Wir wollen nicht, dass der Gouverneur seinen Besuch im Tal bereut. Nein, nein, das wollen wir nicht. Also, Gouverneur, würden Sie uns die Ehre erweisen, die Suppe zu probieren? Natürlich, ich habe mich schon das ganze Jahr darauf gefreut. Dann ist es an Spannung nicht zu überbieten, ne? Oh, Schiss, ey. Ah, eine sehr angenehme Suppe. Die Erzeugnisse dieses Tals enttäuschen mich nie. Echt? Die Kurzbrühe? Entschuldigung. Lecker. Ihr habt alle wirklich gute Arbeit geleistet. Wer will sonst noch etwas Suppe? Also ich nicht unbedingt. Ich bleib dabei, das sieht aus wie schon mal gegessen. Das Luau war ein voller Erfolg. Gut, dass ich etwas Leckeres für die Suppe mitgebracht hatte, das ich zufällig am Straßenrand noch gefunden habe. Mhm. Zeit nach Hause zu gehen. habe ich aber Schwein gehabt. Ich habe das auch schon anders erlebt. Da habe ich was Tolles mitgebracht und der Gouverneur war der Meinung, das ist alles nicht so prickelnd. Ja, ja. Ich hätte jetzt erwartet, dass er das gleich wieder zurückspuckt in die Suppe. Aber seht ihr mal, so kann man sich täuschen. So, hier ist einmal Mayonnaise fertig. Und diesmal werde ich dran denken, den Hühnerstall zuzumachen. Ja, und dann haben wir es finstere Nacht. Dann noch mal, ja, die Mayonnaise verkaufen wir noch. Die Edelwicke weiß ich gerade gar nicht. Ich habe immer Angst, dass wir die Sachen noch mal für irgendetwas brauchen. Irgendwelche Quests oder... Ich habe ja auch das Gemeindehaus nicht im Kopf, was wir da dauernd alles brauchen. Am liebsten würde ich alles aufheben, aber dann kommen wir ja nicht zu Geld, ne? Naja, so, wie ist denn das Wetter für morgen? Klar und sonnig, natürlich, das ist klar und sonnig, Leben vom Land. Was haben wir denn? Ab morgen wird angeblich eine unüblich hohe Menge an Muscheln und Korallen an die Strände der Welt gespült werden. Ich bin kein Wissenschaftler, aber ich habe gehört, dass es irgendetwas mit der Paarungszeit der Krabben zu tun hat. Aha. Jedenfalls kannst du gutes Geld verdienen, wenn du dich ein wenig an eurem örtlichen Strand umsiehst. Das ist doch mal eine Ansage. Da kommen wir ja vielleicht mal ein bisschen an Kohle noch, ne? Das wäre doch sehr schön. So, bisschen verdient haben wir etwas, aber auch nicht wirklich viel. Ach, schade, dass es nicht regnet. So, Gießkanne in die Hand. Wo ist der dicke Kater? Hier oben. Guten Guten Morgen. Ja, alles wird gut. Ach, so, naja, das Übliche. Und dann sollten wir aber mal sehen, dass wir irgendwas nachpflanzen, ne? Hätte Sinn machen, glaube ich. Ist hier was fertig? Ist was fertig? Oh, die Tomaten sind fertig. Oh, cool. Das ist ja nice. Da freue ich mich. Ja, Wasser. Die Tomaten sind fertig. Oh, hier. Auch was fertig. Na, hier sollst du die Kanne reinhalten. Das ist ja nett. So, totale Konzentration hier beim Gießen, ne? Müsste eigentlich mal die Vogelscheuche fragen, wie viele Krähen sie so abgehalten hat. So, Peperoni, auch fertig. Sehr schön. Naja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ihr Lieben. So, allmählich kriegen wir ja hier so ein paar Sachen hin, ne? Ich hätte jetzt auch unheimlich gerne diese Melonen da. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie viele Tage die brauchten. 11, 12, 13, 14? Nein, ich habe keine... Mann. Ich habe keine Ahnung, wie viel das war. Warte mal. Also,
Dieses braune Zeug hier, das wird doch nichts mehr, oder? Vom Meer. Ich glaube nicht, dass da noch was draus wird. Das machen wir weg. Das verwirrt mich nur. Jedes Mal gieße ich es mit und es wird sowieso nichts. Dann können wir es auch kaputt machen. So, dann haben wir das hier unten schon fertig. Hier musste ich noch, ne? Genau so, das haben wir alles. Hatte ich hier schon? Ich kann es gerade nicht erkennen. Doch, die hatte ich gemacht. Da ist ein einsames Pflänzchen. Okay. So. Warte. Machen wir das auch kaputt. Bringt ja nichts. So, Achtung, Wuff. Jetzt wirst du hier geduscht sonst. Das da war auch kaputt, Hinterwurf, ne? Ja, das war auch kaputt. Okay. Dann machen wir hier... Das waren die Sonnenblumen, ne? Ja, ich habe ein paar Tage nicht gespielt. Ich nehme ja immer viel im Voraus auf. Mal die Katze schön gießen. Ja, ein paar Tage nicht gespielt und schon alles vergessen. So, Tomate und silberne Tomate und goldene Peperoni. Sehr schön. Peperonis und Tomaten. Denk. So, warte mal, das kann hier rein. Kann ich irgendwas mitnehmen? Gunther? Ich weiß gar nicht, brauchen wir das noch bei Gunther? Ich habe gerade keine Ahnung. Das war leer. Und hier waren... Ach, hier war meine goldene Pastinake. Richtig. Die wollte ich dafür. Die Suppe. Naja, okay. Dann können wir die da rausnehmen. Ach, ist ja blöd. Blöd gelaufen. Gut, dann kommt die hier rein. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie viel Platz haben wir denn hier. So, 1, 2, 3 und 18, 11 und 18, 19 und 18, 27, also 27 und 18, 35. Da fehlt eine Melone. Na, okay. Also so vielleicht 35 von irgendwas. Okay, mal gucken. Hier habe ich noch... Nein, hier habe ich gar nichts mehr, nur das Geschwind-Dings, ne? Habe ich noch... Ich habe 75 Harz, dass wir nochmal Dünger machen könnten. So, was habe ich gesagt? 35 von irgendwas, ne? Na, schauen wir mal. Vielleicht mal irgendwas anpflanzen jetzt, was einfach nur schnell geht. Und dafür aber ein bisschen Kohle bringt. So, was haben wir denn hier? Ich hätte gerne, dass mir ein süßes Mädchen Kugelfisch bringt. Ich habe keine Ahnung, wo es Kugelfisch gibt. Habe ich noch nie geangelt. Ich nehme es mal an. Kann ja mal gucken bei Gelegenheit, wo wir den herkriegen. Ob wir den überhaupt irgendwo schon herkriegen. So, das will ich verkaufen. Und das. So, was habe ich gesagt? 35 von irgendwas. Blaubeeren sind ja sehr cool, ne? Aber lohnt sich eigentlich auch nicht mehr. Die tragen dann nur noch einmal. Das ist irgendwie blöd. Sollte man vielleicht auch am Anfang dann kaufen. Peperoni. Nee, haben wir ja schon. Weizen. 4 Tage. 6 Tage. Radieschen. Mohn. Sommerschmucksaat. Hopfen. In 11 Tagen. Kann aber mehrmals geerntet werden. Finde ich ja sehr cool, aber... Was haben wir noch? Mais? Sonnenblumen? Hopfen? Habe ich Hopfen schon? Ich weiß es gerade nicht. Ich mal 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal Hopfen einfach mitnehme. Mohn finde ich ja irgendwie auch interessant, ne? Das ist eine Blume. Hm. 7 Tage.
Nehme ich 5-mal mit. Und dann nehme ich auf jeden Fall noch. Ja. Ja, komm mal her. Nehme ich Weizen mit 35-mal. Mal gucken, wie wir die Plätze da jetzt ausfüllen. Eventuell lege ich auch nochmal neue Plätze an. Ja, okay. Muss reichen erstmal. Obwohl, warte. Nee, das machen wir gerade nochmal. Ach, hör doch mal auf, alles zu gießen. Das machen wir gerade nochmal anders. Da kaufe ich nochmal 35 direkt. Oder 40 oder so. Und dann hätten wir nämlich. Wie lange braucht es? 4 Tage? Dann hätte ich danach direkt nochmal was, was ich einpflanzen kann. Ohne, dass wir gleich wieder zu Pierre rennen müssen. Na, schon mal ein bisschen Vorrat gekauft. So, dann werden wir das jetzt auf jeden Fall noch einpflanzen. Nochmal gießen. Oh. Und ich wollte aber... Ich wollte Harz. Genau. Und dann Dünger auf jeden Fall. Kann ich mit dem Harz noch irgendwas anderes machen? Ich weiß es gerade nicht so. Wir machen mal 30 Stück. Dann werden wir mal die leeren Flächen... So, da kommt einmal das rein. Hier haben wir gedüngt. Okay, what's up? So, hier und da kommt wieder was rein. Alles klar. Und da. So, bitteschön. Warte mal, hier fehlt da auch noch was. So. Hier oben kann ich ja mal was reinmachen. Ich weiß ja jetzt nicht, was ich da pflanzen will. Wo ist mein... Oh, ein Zug fährt durch das Sternentautal. Oh, da wollen wir da gerade mal gucken. Das können wir mal machen. Den Zug gucken. Muss ich nur wissen. Oh, warte. Warte. Was will ich haben? Nur mal den Weg da wieder jetzt hinfinden. Ach, hier oben, ne? Genau. Oh, und da liegen Beeren. Oh mein Gott. Da ist der Zug. Cool. Aber Problem ist, wir können hier auch Schaden kriegen, glaube ich, irgendwie. Kann man... Oh. Wir können hier auch Schaden kriegen. Es ist schon cool, aber irgendwie... Also manchmal verlieren die Züge irgendwie auch mal was von ihrem... von ihren Gütern. Das kann man dann hier aufsammeln. Aber in dem Fall anscheinend nicht. Also eher unspektakulär. Ja, nö, schade. Hat nichts verloren. Naja, aber dann habt ihr auch mal den Zug gesehen. Warte mal, wenn wir gerade hier sind, wisst ihr, was ich dann mache, wenn ich da so meine Energie sehe? Dann gehen wir doch gerade mal. Achso, Mist. Ich dachte, ich versuch's mal. Dann gehen wir doch gerade mal unsere Energie auffüllen. Ja, ja. Schön im weißen Bikini, ne? Und dann gehen wir den Rest da noch einpflanzen. Ja, mach die Cookies zu. Genau. Oh, gute Nacht. Aber nicht einschlafen und absaufen, ne? Ja, hast du dir verdient. So, komm raus. Flupp. Muss reichen. Da unten das bisschen noch einzupflanzen. Es gibt da auch irgendwie verschiedene Züge. Also mit verschiedenen Waggons. Aber eigentlich lohnt es sich jetzt nicht unbedingt hier hochzulaufen. Nur weil da gerade mal der Zug kommt. Habt ihr gerade gesehen. Also der hat ja jetzt auch nichts verloren. Insofern war das eigentlich ziemlich unspektakulär. Warte mal, Linus. Warte mal. Möchtest du? Guck mal, ich hab was für dich. Das ist ein großartiges Geschenk. Danke dir. Ja, sehr gerne.
Hat mich auch nichts gekostet übrigens. Die lag da so rum, habe ich gedacht, schenke ich sie dir. Linus finde ich irgendwie sehr sympathisch. Finde ich nett, den alten bärtigen Mann. So, okay, also, was wollte ich? Ich wollte düngen, habe ich getan. Dann hatten wir doch hier die Blumen. Kann ich die, warte mal, Blumen hier, 1, 2, 3, 4 und 5. So, die kriegen natürlich auch ein bisschen Dünger ab. Endlich denke ich mal dran. So, dann kommen die schon mal hier rein. Na, ja, du kannst noch dreimal dieselbe Stelle gießen, hör mal. So, dann haben wir das. Hier haben wir Hopfen 8-mal. Da muss ich mich jetzt aber mal sortieren, wie ich den anbaue, denn es ist mir schon passiert, dass ich mich mit dem Hopfen eingebaut habe. Weil der ist ja hier so an so Rankendingern und dann stand ich schön in der Mitte, habe die Ranken um mich rumgebaut und kam da nicht mehr raus und musste tatsächlich eine Ranke wieder kaputt machen. Fand ich dann irgendwie nicht so lustig. Kostet ja auch Geld, ne? Okay, dann bauen wir das noch hier drüben hin. Hier so schräg und da. Okay. Wo könnte ich denn den Hopfen? Der müsste dann eventuell in einer Reihe stehen. Oh, ja, ja. Ich glaube, ich habe mich hier wirklich ausgesprochen übernommen. Warte mal. Hier haben wir auch noch was. Dann machen wir das mal. Ach nee. Wieso kann ich denn da? Ach, da ist schon was drin. Hä? Ich erkenne es gerade gar nicht. Ist hier was drin? Ach nee, da war Dünger drinnen, ne? Ja, warte, komm mal her. Dann bauen wir das da rein. Es war kein Dünger, es war dieses andere Zeug. So. Eventuell hier unten den 1, 2, 3, 4. Ist ja doof. Jetzt wird es auch noch dunkel hier. Ich kriege meinen Hopfen nicht angebaut, weil ich nicht fertig werde. Mich nicht entscheiden kann. Scheiße. Ist ja blöd gelaufen. Gut, dann gieße ich jetzt hier gerade erstmal den Kram noch. Vielleicht sehe ich jetzt hier mal eine hübsche Stelle, wo ich den Hopfen hinstellen kann. Ach, nee. Wir werden uns jetzt sowas von zu Tode gießen, das glaubt ihr gar nicht, ne? Ich hoffe, das zahlt sich alles irgendwann hier aus. Sonst werde ich echt unglücklich. Ich mir hier den Wolf gieße. Warte mal. So, ich habe immer noch mein Hopfenproblem. Ja, pass auf, dann machen wir das jetzt einfach hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in der Reihe. Alles klar. Ja, hier unten habe ich natürlich auch keine Vogelscheuchen und nichts, aber nun gut. So, ja. Seht ihr? Und dann habe ich mich da so schön mit eingebaut. Das war ganz großes Kino. So, kommen wir hier rum. Und dann gießen wir das jetzt noch schön hier. Ja, super. Es ist dieser kleine Popelbaum. Der ist im Weg, ne? Natürlich. Ja, das tut mir leid. Musst du gehen. So, ich hoffe, ich habe da jetzt alles erwischt. Die Hühner? Habe ich die jetzt irgendwie einen Tag vergessen? Kann das sein? Wartet mal. Das ist verwirrt. Ja, ich glaube, ich habe die vergessen, ne? Oh, es tut mir leid. Entschuldige. Edna versucht zu schlafen. Bürzel versucht auch zu schlafen. Okay. Entschuldigung. Gute Nacht. Ich glaube, ich habe euch vergessen. Macht aber nichts. Das ist ja scheiße gelaufen hier. So, okay, warte mal. Auspacken werde ich das Zeug jetzt hier aber noch. Ach, da ist mein Ei. Das kommt zurück. Moment, dann mache ich das Ei gerade noch in
die Mayonnaise-Maschine, dann sollte das morgen früh fertig sein, hoffe ich. Habe ich irgendwas Elementares vergessen? Garantiert. Ja, super. Jetzt habe ich den Teppich in der Hand. Katze schläft schon, alles klar. Gute Nacht, ja. Oh Mann, ey. Was für ein Theater. Und es regnet, ihr Lieben. Das ist super. Aber ich werde jetzt die Folge beenden und wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei und bis dahin, eure Trin.